bisschen die Strategie zur Bayernwahl im Oktober interessiert. Zum Beispiel wird man da die FPÖ aus Österreich noch ein bisschen mit einladen oder kommen die Sachsen uns zu unterstützen? Wie sind die Prognosen oder die Ansichten, wie viel Prozent, dass man eben holen kann? Das sind so die Geschichten, die mich interessieren. Okay, ich bin jetzt der falsche Ansprechpartner, ja, weil für die Bayernwahl ist dann der Kollege hier Bergmüller hoffentlich zuständig. Aber ich kann Ihnen mal sagen, jetzt mal so im Großen und Ganzen, wie das Feld abgesteckt ist. Das haben wir auch gesehen schon die letzten zwei Jahre. Der Platzhirsch ist die CSU, das ist ja klar, das ist gegeben. Früher war das so, der Himmel über Bayern ist blau, weil die CSU regiert. Ja? Und das war so die Großwetterlage. Das haben wir geändert. Und das war ja auch wirklich eine gezielte Strategie, mal der CSU bestimmte Sachen zu entreißen. Das war vor allem der Franz Josef Strauß. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber wir haben das schon ein Jahr vor der Wahl gemacht. In München haben wir eine Plakette angebracht am Geburtshaus von Franz Josef Strauß. Ja? Ja. Wo dann plötzlich das Fernsehen am gleichen Tag ist zu Seehofer gegangen und sagt, ja, sagen Sie mal, was halten Sie davon, dass die AfD eine Plakette am Geburtstag hat? Bitte, schaut euch das an auf YouTube, das Video. Die halbe Sekunde, wie ihm die Gesichtszüge entgleiten. Das ist so herrlich. Wirklich, das lohnt sich, das Googeln, wegen dieser halben Sekunde. Weil da sehen Sie, da fängt er sich und antwortet auch professionell oder freut sich, egal von welcher Seite, also schaut super Politiker und. Aber die sind erstmal. Und das setzte sich durch. Also wir haben immer wieder diese Nadelstiche gemacht, bis hin zur Wahl, wo wir dann gesagt haben, wir halten, was die CSU verspricht. Und wo auch dann diese Vereinigung von Schützen plakatiert hat, massiv plakatiert hat, also Franz Josef Strauß würde heute in der AfD sein. Ja, also das sind so zwei zentrale Aussagen, mit der wir, das kann ich sagen jetzt, als ich das erste Mal das in München plakatiert habe, mit diesem wir halten, was die CSU bespricht, das sind so viele CSUler, haben mich angeschrieben. Leute, das hat das CSU-Herz, das hat die Leute getroffen. Die haben gesagt, ja, weil das ist die Wahrheit. Ja, man muss, wenn man gutes Marketing kann man nur machen, wenn es auf Wahrheit basiert. Ja? Und das ist ja das, was. Womit die CSU die Leute enttäuscht, ist, dass sie nur verspricht und nicht liefert in den letzten Jahren. Ja? Und vor allem, dass sie hier in München so tut, als wenn sie in der Opposition wäre, dabei aber in Berlin mitregiert und für die ganze Scheiße mitverantwortlich ist. Ja? Und das sehen die Leute.